Scheiße, mein Knie ist scheiße. Fuck. So, heute ist ein sehr spezieller Tag, ne? Ich bin gerade einen Monat unterwegs. Ich habe schon mehr als 1500 Kilometer geschafft. Und heute Abend treffe ich mich an der Bodensee mit meiner Carina. Ist jetzt unterwegs mit dem Zug, mit der Zug, dem Zug, mit dem Zug. Und wir treffen uns dann ab und dann radelt die eine Strecke mit. 80 Tage, 4000 Kilometer, 16 Bundesländer. Ich bin ein Belg in Deutschland. Juhu! Hi! Nach 30 Tagen Radler ist es Zeit, einfach mal 2 Tage lang nichts zu machen. Und dann geht es weiter. Ja. Heute ist mein erster Tag. Ja. Und es ist auch genau, glaube ich, der schlimmste Tag, auch für mich. Ja. Weil es ist 80 Kilometer. 27 Grad. Aber du siehst auf jeden Fall Profi aus. Ja, ja. Radlerhose. Da musst du mal gucken, ob du auch Profi fährst. Mhm. Carinas erster Hügel. Alter Schwede. Hm? Das war alles schräg. Carinas zweiter Hügel sieht schon so aus. Wieso hat er sich kein flaches Land zum Befahren ausgesucht? Wäre ich mal besser aus den Niederlanden gekommen. 15%. Das ist extrem steil. Warum? Boah. Fuck. Ha! Carina hat schon aufgegeben. Aber das habe ich auch gemacht. Mein erster Tag. So ein Ausblick. Ja, dafür machen wir das. Gut, Carini. Ja. Hast du gut gemacht? Ja. Boah, das ist doch rot alles. Wir bleiben gehen. Bitte? Wir bleiben gehen. Fahren weiter. Ja. Unser warmschauer Gastgeber möchte nicht gefilmt werden, aber wir sind einfach froh, dass wir schlafen können. Elf Uhr losgeradelt. Hm. Und um 8:30 angekommen. Schlaf schön. Schlaf schön. Aber morgen musst du wieder um 5 aufwachen, ne? Ja. Nee, ne? So, Damen und Herren. Das ist mega schön. Heute Morgen ist etwas sehr schlimm passiert. Nämlich Carina ist vergewaltigt. Nein, durch das Barbie. Sagt man nicht. Das sagt man so nicht, Karl. Ja, aber du verstehst, was ich meine. Ja, aber das würde ich niemals so sagen. Warum nicht? Ja, vergewaltigt durch Barbie, ja. Sagt man nicht. Und dann eher in einen Barbie-Topf gefallen oder wurde von Barbie überrannt oder so, aber... Was ist überrannt? Tja, ran over by Barbie. Okay, so heute Morgen ist Carina angerannt durch Barbie. Mal guck. Aber ist das nicht das Castle, wo Walt Disney sich auf inspiriert hat? Für
Ja, für das Disney-Logo. Ja? Ja? Ich weiß nicht, ich glaube es schon jetzt. Ich habe mal irgendwas gehört davon. Ja, das sieht doch so aus wie das Disney-Castle. Stimmt schon. Wildzelte ist verboten in Deutschland, aber das ist das erste Mal, dass ich irgendwo umsonst zelten darf. Und dann noch zusammen mit... Okay, aufbau die Scheiße. Eine Treppe ist ein Dusch. Ah, auch noch ein Dusch? Hinter, geht, hinter und ist ein kleiner Dusch. Ja, hier ist okay. Unser kleines Zelt hier. Ja. Wenn jemand diese Nacht kommt und das Zelt oder unsere Fahrräder klauen will, dann zieht er das ganze Zelt mit, weil wir es dran gebunden haben. Ja, das ist schlau. Anti-Klau. Anti-Klau. Fahrradzelt. Das ist ein guter Tipp für andere, ne? Zeltes. Immer das Zelt am Fahrrad festmachen. Der freundliche Mann von vorher hat gesagt, dass hier eine Dusche ist. Ich kann das sehr schwierig glaube, weil hier ist gar nichts, das ist nur eine Wiese. Ah, es ist noch wirklich in der Kabine. Oh wow. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Schöne Toilette. So, das ist eine richtige Badezimmer. Ehrlich? Ja. Mit Dusche, Toilette, Waschbecken. Ah. Und auch mit warmes Wasser, eigentlich so eine Beule. Wie heißt das? Ein Boiler? Ja. Ja. Aber jemand hat hier schon geduscht, glaube ich. Ja. So beschlagen, ne? Das hatte ich eben nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. In Deutschland, vor allem sonst. Und vor allem so sauber. Mhm. Und es ist ja echt noch keine Campingzeit, ne? Scheiße! Hallo!